Die Bayern haben sich gestern nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, als sie nur 1:1 bei Union Berlin gespielt haben. Und auch Manuel Neuer war nicht zufrieden. Er war genervt, er sagte im Wortlaut darüber, dass sie zum 6. Mal in Folge nicht 0 gespielt haben. Dazu sagte er, als Torwart nervt es natürlich immer. Ja, Neuer war genervt, aber auch die anderen Spieler sagten einiges dazu. Selbstkritisch war Thomas Müller, er sagte, wir haben uns das Leben selber sehr schwer gemacht. Für unsere eigenen Ansprüche fühlt sich das natürlich als zu wenig an. Auch Hansi Flick beurteilte das folgendermaßen, den frischesten Eindruck machen wir aktuell nicht. Zu viele einfache Fehler, sagte er auch, und dass man eben nicht genug Glauben hätte, auch unter Druck an seine eigenen Qualitäten, seine eigenen Fähigkeiten. Ungefähr so waren die Worte von Hansi Flick. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite hat es natürlich Union gut gemacht, aber auf der anderen Seite war es auch zu wenig von den Bayern. Man merkt, es ist kräftezehrend, dieses Corona-Jahr. Muss man ganz ehrlich sagen, so viele Spiele, wie die gemacht haben, in so kurzer Zeit, das hat man ganz, ganz, ganz selten gehabt. Und das merkt man eben auch an den Top-Mannschaften, weil der Kader der Bayern ist eben auch nicht so breit. Und wenn so jemand wie Kimmich zum Beispiel fehlt, der ein ganz wichtiger Stabilisator ist, auch gerade in der Defensive, dann fallen eben auch mehr Gegentore. Ich muss sagen, die Bayern werden auch relativ einfach, relativ simpel teilweise ausgekontert. Dortmund kann ein Lied davon singen, bei denen geht es noch viel einfacher, aber bei Bayern geht es auch teilweise relativ easy. Und wenn da eine bessere Mannschaft wäre jetzt als Union Berlin, hätten die Konter auch mindestens ein, zwei nochmal davon reingemacht. Und auch Standards verteidigen sie nicht so stark, wie es eigentlich der Rekordmeister sollte. Also diese ganz krasse Dominanz der Bayern aus dem letzten Jahr sehen wir in diesem Jahr noch nicht. Kann natürlich noch kommen, gerade wenn es wichtig wird in der Champions League, in der Liga, dann liefern sie ja meistens ab, das glaube ich auch dieses Jahr wieder. Aber aktuell so ein kleiner Wachruf muss mal sein, wenn sich die großen Spieler, ein Neuer, ein Thomas Müller auch mal äußern und sagen, ey, so geht es nicht, hier, wir müssen es besser machen. Finde ich gut. Thomas Müller generell sehr, sehr, sehr selbstkritisch. Auch als er letztens mal ein paar Tore geschossen hat, hat er auch immer noch über sich selber gesagt, ey, ich fand es trotzdem nicht so gut von mir. Das ist der Spirit, den man braucht, den vielleicht auch die Nationalmannschaft braucht an dieser Stelle. Jogi, was geht? Nee. Aber was sagt ihr zur Aussage von Manuel Neuer und auch von Thomas Müller? Ich finde, die beiden haben recht. Aber ich finde auch, man muss die Kirche im Dorf lassen. Ist ja alles drin. Auch wenn morgen Leverkusen zum Beispiel Erster werden kann. Vizekusen könnte mal Erster werden. Ja. Die werden es wahrscheinlich dann wieder nicht schaffen. Aber egal, mal schauen. Klickt in die Mitte, kommt ihr zu einem der letzten Videos. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.